Yo, 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 guten Tag zusammen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wo bin ich hier? An diesem See immer noch. Ja, es ist so wunderschön hier. Naja, nicht ganz. Also, es gefällt mir einigermaßen okay. Es ist ruhig, das ist ganz gut, dass es hier, keine Ahnung, im Moment hier Leute rumlaufen. Aber ansonsten, man hört natürlich mal ein bisschen Lärm von hier und da und so. Aber manchmal habe ich irgendwie ab 6 Uhr morgens irgendwie, höre ich irgendwelche Musik gedüdeln. Keine Ahnung, wo das wieder herkommt. Das ist auch vom See rüberschallt hier. Ja. Gut. Die letzte Nacht war okay. Ich habe früh geschlafen. Bin aber früh wieder wach geworden. Aber einigermaßen gut. Ja, gefrühstückt habe ich schon. Ich habe gerade ein Video schon geschnitten und lade ich gerade hoch. Ich habe jetzt Scooby ja von gestern von da hinten, wo das Wasser jetzt so mehr wird, habe ich ihn ja hierher gefahren. Ein bisschen höher. Komischerweise ist hier der Internetempfang schlechter jetzt. Also das heißt, irgendwie scheint wieder hier irgendwie die Berge irgendwas abzuschirmen, während es da noch besser war. Ja, schade. Ich habe eben neuen Windschutz gebastelt aus dem Küchenschwamm wieder. Und ja, es versuchen wieder ständig diese Schlupfwespenteile da bei mir reinzukommen. Und das war auch schon, haben sich zwei im Netz vorbeigemogelt und sind dann da rumgekurvt da drin in Scooby und haben immer geguckt, ob sie irgendwas bauen können irgendwo. Dann haben sie dann gleich wieder rausgeschmissen. Die wollen immer in Scooby rein. Ich weiß nicht, was das soll, ey. Können die nichts anderes finden in der Natur, irgendwie, wo sie ihr Nester bauen? Warum muss das jetzt hier bei mir sein? Ja, es ist immer so wechselhaft. Im Moment war zwischendurch auch mal die Sonne da und jetzt ist es wieder zugezogen, was ja auch gut ist. Weil es ist echt wenig Wind im Moment und dadurch ziemlich warm. Und ja, ich bin heute eben schon mal die Drohne geflogen. Könnt ihr euch mal anschauen hier. Ja, im Moment beschäftige ich mich damit, wie es weitergeht, wie es in Kambodscha weitergeht. Muss mal gucken, wo man Darstellplätze findet und was ich angucken möchte. Und ja, ich möchte ja noch wieder zum Baumarkt, da bin ich immer so gerne in Thailand. Da muss ich ja noch wieder neue Winkel holen. Jetzt habe ich geguckt, ja, das liegt nicht ganz auf der Strecke und muss mal sehen, wie ich da jetzt hinkomme. Dann habe ich noch gehört, in der iOverlander-App stand drin, dass man das Zollpapier irgendwie 10 Kilometer vor der Grenze irgendwie bei so einer Zollbehörde abgeben soll da. Das wundert mich jetzt ein bisschen, hätte ich jetzt gar nicht gewusst sonst. Ich wäre ja sonst direkt zur Grenze gefahren und wer weiß, vielleicht geht es da auch. Aber ich fahre jetzt lieber mal zu dem anderen Ort hin und dann versuchen wir das mal, den Scooby da auszuchecken aus Thailand. Ist halt komisch, dass man das vor der Grenze macht, ne? Irgendwie, Ah, da ist die Sonne wieder. Ich muss wieder in den Schatten. Ja, also ich habe das schon häufig so, da sitzt du draußen im Schatten und es ist heißer als drinnen in Scooby von den Lüftern. Das ist dann auch immer so. Da denkst du auch mal, scheiße, ich will eigentlich nicht drinnen die ganze Zeit bei Scooby rumliegen, ich will ja in der Natur sitzen. Aber wenn das so knüppelheiß ist, dass man nur am Schwitzen ist, bringt dann nach draußen auch nichts, ne? So, ich habe mich jetzt entschlossen, ich gehe mal ein bisschen weiter zu diesem Unterstand hier. Setze mich da in Schatten, weil hier ist ein bisschen Wind. Ja, habe hier eine schöne Aussicht dann. Scooby steht da hinten. Gestern Abend, als ich im Bett lag, da habe ich einen ganz komischen Vogel gehört. Da die Kamera immer so schlecht den Ton aufnimmt, habe ich das mal mit meinem Handy aufgenommen. Das ist immer noch weit weg. Aber ich spiele euch das mal eben vor auf der Kamera, dann könnt ihr das vielleicht mal hören.
Echt seltsam, oder? Wie als ob einer einmal einen Tischtennisball fallen lässt. Bop, 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 bop. Das ist ein ganz komisches Ding. Aber war auch variierend, also es war immer mal ein bisschen anders. Aber dann war auch mal wieder still und so, aber irgendwie lustig, habe ich noch nie gehört zum Vogel. Ah, schon sehr schön ruhig hier ist gerade. Tja, dann sitze ich hier unter dieser Bude. Ja, schön sieht es nicht aus hier. Komischerweise haben die überall so aufgeschnittene Plastikcontainer hier. Keine Ahnung, ob sie darin ihre Fisch sauber machen oder was, wenn sie was gefangen haben, vielleicht. Aber die kleinen Blümchen hier sind sehr schön. Ja, das Ding ist halt immer, sitzt man hier draußen, versucht ein bisschen Gedanken mal abzuschalten und dann wird man schon wieder müde. Fallen wieder Augen zu. Nickert man vor sich hin. Ach, ein bisschen blöde ist gerade. Irgendwie wollte ich ja mal solche Orte haben, wo ich ganz alleine bin und Natur ist und so weiter und wo ich Ruhe habe. Im Moment ist das hier der Fall. Trotzdem kann ich mich irgendwie nicht so richtig entspannen. Ich weiß auch nicht warum. Ist irgendwie. Ja gut, vielleicht war es von Anfang an ja schon so, dass ich irgendwie dachte, ja, dieser Ort ist hier, naja, so, aber. Ich weiß auch nicht. Also es gibt schönere Orte, wo ich schon war. Trotzdem gefällt es mir auch einerseits hier. Also es ist ja halt auch ganz schön im Moment so. Ja, aber generell ist es im Moment eher das Problem, dass ich nicht genau weiß, wie es weitergeht mit den nächsten Wochen oder wie auch immer und wie lange ich noch hier bleiben möchte. Und andererseits ist es nämlich so, dass ich innerlich eigentlich auch schon sage, ach, ich möchte irgendwie nach Hause. Das ist das Problem. Andererseits sage ich mir aber, ja, ich will ja noch hier bleiben, ein bisschen weiterkommen und natürlich könnte ich jetzt auch zusehen, dass ich möglichst schnell jetzt nach Vietnam komme und dann eben gucken, ob ich da reinkomme, klar. Aber falls nicht, dann muss man sich was anderes überlegen. Dann könnte man natürlich noch andere Länder besuchen. Aber die Frage ist eben, ob ich da noch Bock drauf habe. So, das ist halt eben so, ich merke jetzt schon von mir aus so, es ist schön gewesen die Zeit, aber ich, keine Ahnung, ich würde auch im Moment lieber nach Hause. Ja, wenn man dann eine Weile zu Hause war, dann ist es wahrscheinlich auch wieder ganz normal. Das ist auch wieder der Alltag tritt ein so und ja. Puh. Aber ich merke schon bei mir auch so, dass es irgendwie auch die ständige Hitze und Wärme und Schwitzerei und so weiter, dass mir das zu mir auf den Sack geht. Dass, tja, dass ich es gerne mal wieder kühler hätte. So. Und ob ich das jetzt noch unbedingt ein halbes Jahr aushalten möchte, das weiß ich eben nicht. So. Andererseits muss man sich natürlich auch immer frühzeitig um einen Flug bemühen, weil die Preise natürlich sonst sehr hoch sind. Und so sind sie ja auch schon hoch. Wenn man sie einen günstigen erwischt, liegt man auch so bei 800 Euro. Das ist natürlich auch eine Stange Geld wieder mal. Und dazu kommt dann auch wieder die Scooby-Rückverschiffung. Da muss ich auch erstmal gucken, von wo mache ich das? Wie teuer wird das wieder? Ich kann ja mal wahrscheinlich von derselben Summe ausgehen wie von Indien nach Malaysia. Ah, ja. Geld ist weg. Ja, in letzter Zeit bin ich halt nicht mehr ganz so entspannt, merke ich irgendwie. Das war vorher schon besser. Jetzt kommt so langsam immer so eine gewisse innere Unruhe dazu oder halt so eine Aggression kommt wieder hoch, wenn ich dann halt mit diesen Ameisen zu kämpfen habe da, was mich natürlich ziemlich nervt, wenn ich dann nicht so einen schönen Stellplatz finde und wenn man dann eigentlich doch lieber zu Hause wäre als jetzt hier. Und gut, ihr von zu Hause könnt ihr euch das vielleicht jetzt gar nicht vorstellen, weil ihr wahrscheinlich lieber hier sein würdet. Aber es ist halt eben jetzt so, ich bin schon so lange weg. Und das ist jetzt doch, da denkt man schon mal wieder, ach, hätte ich gerne die alte Umgebung mal wieder. Aber man weiß ja immer, wie lange, ja, bist du zu Hause, eine Weile, dann geht einem das wieder auf den Sack. Das ist. Ach. Ja.
Ja, die Holzbienchen. Die sind zum Glück harmlos. Die sind zwar groß und machen Lärm, aber tun überhaupt nichts. Aber das ist nicht die, die da reingehört. Die sucht wahrscheinlich auch ein Nest, aber das ist nicht das Nest von ihr. Da sind vorher andere reingeflogen schon. Ja, was ich insgesamt auch ein bisschen schade finde, ist, dass ich halt doch nicht so eine Entspannung jetzt merke, dass ich immer so eine innere Unruhe weiterhin habe, wenn man irgendwo sitzt, dass man nicht mal eben so, pff, ja, richtig cool und so und einfach noch mehr entspannen könnte. Also das ist halt immer so, bei mir ist immer so ein gewisser Level, so als ob das, keine Ahnung, einfach kein Entspannungslevel da. Man sitzt zwar hier, guckt sich das schön an, aber dann kommen schon wieder ständig Gedanken und so und ja, hatte ich eigentlich gehofft, dass es ein bisschen auf der Reise auch ein bisschen besser wird, dass man sich ein bisschen besser entspannen kann. Das ist aber leider nicht da eingetreten bei mir. Da könnt ihr sie mal sehen. Hört mal, da unten, da ist eine große Libelle hier auf der einen Pflanze. Jetzt hat sie sich da hingesetzt. Ah, da ist er doch. Flügel nach vorne geklappt. Wieso das denn? Kommt sie wieder. Ich wollte gerade ein paar Sachen aus dem Kofferraum nach oben in die Dachbox stopfen, weil da hier unten ein bisschen voll ist jetzt. Und oben ist noch ein bisschen Platz. Und dann mache ich da gerade oben die Klappe auf. Erstmal sozusagen, das Schloss war festgerostet mal wieder. Ist klar, nach so langer Zeit nicht Benutzung. Aber dann mache ich die Klappe auf, räume hier das raus, weil ich das wegschmeißen wollte, die alten Abdeckungen. Ameisennest drauf. Ich habe erstmal genau alles das runtergeschmissen, wo die Riesen. Viele Ameisen dran waren. Die sind schon wieder alle runtergelaufen jetzt hier. Jetzt habe ich da oben dran immer noch welche in der rechten Box. Scheiße. Auch diese kleinen Ameisen, die sich hier überall eingenistet hatten unten. Mist. Ja, ich muss hier oben auch noch mal einen Köder auslegen. So ein Scheiß. Vielleicht ist ja in der anderen auch noch was drin. Weiß man ja auch nicht. Oh, das hat eine Weile gedauert eben. Ich habe erstmal ein paar Schuhe und so weiter, alles und ein paar Eimer und alles, was ich vorne jetzt so nicht brauchte im Raum, was immer so alles so viel Platz wegnimmt, habe ich es erstmal oben in die Box gestopft. Ja, ich hoffe mal, dass es da trocken genug ist. Also ein bisschen Feuchtigkeit war da drin. Gut, wird schon gehen. So, das sieht doch mal schön aus. Hier war es jetzt noch. Gleich schon wieder Wolken davor, Mann. Ach, wie schade. Aber sieht so schön aus. So, bisher immer der schönste Sonnenuntergang hier. Sonst war ja immer alles zugezogen. Jetzt sieht man wenigstens etwas da hinten.